Willkommen zurück zu Bleach, Hate und Soul 6. Quatsch, 7 Man, ich komme auf 6. Im letzten Part sind wir stehen geblieben, als wir gegen Ryoda Schiefer gekämpft haben, wo wir unsere wahrsten Leute gegangen sind. Und wollen sehen, wer jetzt gewonnen hat mit den stärkeren Zero. Yo, Lording. Nummer 7. Oh, da kriegt immer mehr Leben. So. Ich dachte schon, er macht irgendwas. Mensch. Zero. Ich kann auch so jetzt weiterkämpfen. Ist ja geil. Rasur. Oh. Doch keine Rasur. Oh. Wir sind voll schnell in unserer Teleportation. Ich komme jetzt schon auf Magie. Oh, was? Ist ja geil. Ein Schwert hier einmal. Doch, dieser Ichigo schockt schon. Was war das? Keine Ahnung, was das für eine Technik ist. Auf jeden Fall besiegen wir ihn mal. Ey. Kleiner Mann. Mach eine Blockattacke hier. Und besiegen erneut mit einem Finisher-Move, finde ich. Was ist das jetzt? Oder besiegen ihn so? Hoffentlich brauchen wir hier kein A. Ja, warum auch nicht? Nur mal so schön den Gnadenstoß machen und ja. Als nächstes tritt man gegen Yami in seiner Resurrection-Form. Ich klebe mal einmal kurz auf Story, wir wissen nämlich, was das ist. Ja, ist es hier nur der Erzähler jetzt? Dann ist es ja unwichtig. Naja, Großteils der Leute wissen ja, was im Bleach soweit passiert ist. Wenn nicht, dann würde ich das Bleach Soul Resurrection LP sehen, was auf meinem Kanal ist. Und ich habe gerade übersprungen, das war saudämlich. Mensch. Naja, ach du Scheiße. Ja, Yami ist Pada. Ja. Junge. Guck mal. Auch wenn wir drei Leute sind. Guck doch mal, wie riesig er ist. Ey, ich dachte, er geht jetzt irgendwie in den Bunker oder sowas. Witzig. Boah, wie soll ich den denn fertig machen, Mensch?
Oh, einer ist. Was? Renji darf nicht fallen? Ja, witzig. Auf jeden Fall Renji Abarai. Saru, ja, etwas. Und Rukia Kushiki ist dabei. Ja, guck mal. Ich krieg doch keinen vernünftigen Angriff da. Mensch, greif doch an, Wix. Ja, guck mal, wie soll ich da ausweichen? Ja, witzig. Ich kann da machen, was ich will. Jo, wie soll ich so viel Leben abziehen? Nie und nimmer schaffe ich das. Guck mal, er macht mal so einen Angriff. Ich bin halbwegs tot. Natürlich. Ja, Mensch. Ich kann ja machen, was ich will. Ich bleibe mal hier die Attacke hier ein bisschen. Solange er auf die anderen beschäftigt ist. Hey, ich habe nichts getan. Guck mal, er kann Special einsetzen, ich nicht, ja. Guckt euch das an! Was, nee, seid ehrlich. Was denken sich die Entwickler? Ich greife an, Special Move funktioniert nicht. Ja, komm. Guck mal, liegen auf dem Boden! Natürlich. Ich will einfach jetzt mal in den Modus gehen. Mensch, warum trifft mich das? Guckt euch das doch mal an. Ich hau einfach gerade mal ein paar Knöpfe drauf. Guckt euch das mal an. Ja, der braucht sie dreimal drehen. Ton ist. Mensch, wie soll man da gegen ankommen? Jetzt mal ehrlich. Ja, guckt euch doch schon mal den an. Ja, guckt euch das doch mal an. Außer, ja, komm, Yami. Aus der Ferne kann ich auch nicht angreifen. Wow, da block ich und dann kann ich gleich schön frei angreifen jetzt. Ja, komm. Mensch. Ganz ehrlich. Nee. Nee. Ich bin angepisst. Ja, gebe ich zu. Ja, der zweite Part des Let's Plays, ne? Drehung. Ich kriege einen Drehkuck. Ja, komm, hier machen's fertig. Schöne Combo. Ja, kämpfen wir mal hinten schön.
Ja, wechsel doch jetzt nicht. Guck mal, warum hat er mich wieder im Visier? Ja. Mensch, das kotzt mich hier an. Ich hau hier auf die Tasten, weil ich wollte das sogar. Ja. Guck mal, ich lieg auf dem Boden. Ja, Saru, nö, steh rum. Was bist du hier überhaupt hier? Oh, halt doch meine Fresse, Mensch. Motherfucker. Ja, komm, Randy, lauf da rein. Spam jetzt die ganze Zeit seine Attacke. Die sieht hilfreich aus. Vielleicht noch mal in den Modus hier irgendwie. Ja, hau mich weg! Ist ja nicht so, als wäre ich der Einzige, der hier ihn bekämpft. Oh, warum geht er nicht in den Modus? Doch, so könnte es klappen. Aber nicht, wenn er mich anvisiert. Ja, komm. Ja, schön. Ja, komm, haben wir noch einen rein. Hier, komm. Guck mal, ich habe ihn nicht mal da. Guck mal, ich habe ja gerade die Hälfte. Oh. Wehe, ich muss es irgendwie auf A oder so schaffen. Dann kriege ich aber einen Anfall. Kriege ich mir jetzt einen Anfall? Kriegen Sachsen. Bitte nicht, bitte nicht. Oh. Nie wieder. Junge, guckt euch das Viech doch mal an. Ist doch genauso schlimm. Das ist doch dieses Viech von diesen Schwestern von. Oh, wie hieß sie jetzt? Tia Haribil. Aus ihrer Fraktion diese drei. Aus diesen Reh, Schlange und Affe war es, glaube ich. Och, guckt euch das doch mal an. Ja, ne, komm, ja, ne, ne Frau. Guck mal, das Ding kümmert sich doch nicht mal darum. Was ist das für ein Angriff, du Wichser? Ja, komm, hau mich hier fertig. Jack. Nett, doch der war einfach. Wir waren Matsumoto Rangiku. Ja, Matsumoto Rangiku waren wir. Das ist die mit den Großmöpsen. Und die gerade fertig gemacht worden war Hinamori. Beide sind auf dem Rang eines Vizenkommandanten. Ja, guck mal, das Ding schafft er locker mit S. Nun geht's weiter. Diese beiden, da. Der Blonde ist Kira. Oh ja, Isunaki, keine Ahnung. Und der andere ist Hisaki. Auf jeden Fall beide. Doch die beiden Charakter mag ich, nämlich wegen ihren Zabakutos. Ja, und sind beide erneut auf einen Vizekommandanten. Der dritten Einheit und der. Ja. Ja, das Vizekommandanten der Kira ist auf jeden Fall zur dritten Einheit.
Fuß. Junge. Ach, ich bin der Große. Ich bin der Große. Ich bin der Große. Blockattack ist das. Der Schwanz. Ja. Guck mal, guck ruhig hier. Der hat natürlich einen Modus. Das gibt es nicht. Der hat sogar einen Spezialmove. Komm, den will ich einsetzen. Mensch, du kleiner Wichser. Mensch, nochmal. Kleiner Arsch, du. Hau ab. Mann. Baumfeld. Ja, okay. So als Großer zu kämpfen, macht Spaß. Ja, mach alles kaputt. Nur ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht Hisaki und Kira gespielt habe. Das finde ich echt schade. Hätte mich mehr gefreut. Oh, jetzt kommt der Generalkommandant und auch der Kommandant der ersten Einheit. Genryu Sei Yamamoto. Ja, sein Zamakuto ist einer der stärksten, würde ich auch sagen. Das Feuer-Zamakuto. Auf jeden Fall ist dieses Viech hier, gegen was wir kämpfen, sehr stark, wenn schon der Generalkommandant auftauchen muss. Oh. Ryujin Jaka. Oh. Junge, ich spiel nur mit dir, hä? Ryujin Jaka. Ja, komm. Locker, easy, S-Rang, Mensch. Ein paar Mal Ryujin Jaka einsetzen und gut ist. In der Shikai-Form sind wir unbesiegbar. Wir müssen nicht mal unser Bonkai einsetzen. Ja. Warum nicht? Genryu Sei Yamamoto. Du bist stark. Ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir Toshihiro Hitsugaya spielen, Kommandant der 10. Einheit. Ist noch 10. Einheit, oder? Oder 11.? Nee, die 10. Einheit. Man sieht, wir kämpfen, oder wir spielen besser gesagt im Bankai, so viel ist schon mal sicher. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.